Folge 28 bei... Das ist nachgucken, ne? Ja, ja. Aber es steht ja auf dem Handy drauf. Evil Within, wolltest du sagen? Stimmt, das wollte ich sagen. Wollen bevor wir mal du mich wieder auslachst, weil ich es falsch ausspreche. Evil. Richtig. Aber wo waren das Glas? Evil Within. Glasscheibe. Ja. Ich will da mal durch zurückgehen. In die irreale Welt oder was auch immer jetzt es ist. Links, geradezu. Da. Da sind wir nämlich noch nicht durchgegangen. Nee. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, aber... Wir waren bei letztes Mal auf diesem Marktplatz gewesen und sind dann zu dem Friedhof gekommen. Zu dem Friedhof, genau. Und dahinter war jetzt, glaube ich, wir wieder so ein kleines Dorf gewesen. Genau, da haben wir auch erfahren, dass der Sebastian Alkoholiker ist. Ja, genau, und dass es einen Unfall gab. Ich nehme an, ja. Da ist dann die Familie, von der ständig gelabert wird, ist da wahrscheinlich umgekommen oder so. Ja. Das wäre so ein typisches... Ach, nee, die macht das Tür auch machen, nicht okay. Einhauen. Ja, Avi öffnen. Ich musste keine Türen aufmachen, als ich, also Avi nicht öffnen? Auf die Art. Avi öffnen. Avi aufmachen. Das wäre korrekt gewesen. So, gucken wir mal ganz kurz. Ist es geladen? Ist alles schick? Läuft. Läuft. Läuft bei Läuft dir? Bei dir? Gönn dir, komm. Gönn dir ein paar Kugeln. So, jetzt hier. Ja. Was ist da los? Let me climb up here and see if I can get a look ahead. Ja, das wird bestimmt was bringen, mein Freund. Das wird was bringen. Ja. Jetzt steht er da oben. Da hinten sind Zombies. Ja, danke, das hätte ich auch. Oh. Oh. Juppie, ey. Aber er hat einen Schiffenwehr. Jetzt muss er nur noch damit umgehen können. Ja, wenn er so gut mit dem Scharfschützengewehr ist wie mit der Axt. Okay, das ist ein Argument für ihn. Oh, da ist sie, Kidman! Und die gibt's der auch Leslie. Noch. Ja. Und du kennst doch seinen Namen. Ja. Krass. Tja. Das wissen nicht Frauen mal die gut. Im Spiel. Frauen sind gut darin, sich solche Namen. Dinge zu merken. Naja. Generell so Namen, Ereignisse. Okay. Die für Männer relativ unwichtig sind. So Hochzeitstage und sowas. Ja, sowas ist halt... Ja. Wofür gibt es Kalender in Handys? Mhm. Stimmt. Ja, komm. Habe ich, benutze ich nie. Benutze ich sehr häufig. What just happened? Weiß ich nicht. Hier ist es burning. Also irgendwie ist hier alles eingestürzt und ich darf nicht zurück. Wollt ihr mir das damit sagen? Ja, okay, danke. Dann sag doch einfach, du darfst da jetzt nicht zurück. Aber ich darf hier zurück, guck mal. Ja, aber ich glaube, das bringt dir nicht viel. Aber ich gehe da trotzdem zurück, weil vielleicht finde ich da was. Von da kommen wir. Ja, aber vielleicht finde ich da was. Aber ich habe jetzt nicht gut geguckt. Ich war gründlich. Ja, ja. Du willst einfach nicht nach vorne gehen, sag's doch. Ein bisschen. Du willst, dass Laura den Spaß hat, ne? Natürlich. So, ich hatte schon genug Spaß. Ich glaube, du hast heute noch mehr Spaß. Du wirst heute noch so viel mehr Spaß haben. Und das war keine sexuelle Anspielung. Sondern wir gehst du mit dem Spiel. Au! Au! Das hat dich wer angehört? Wer? Wo? Okay, lass dich am besten sterben, das war viel. Ja. Ja. Wer schießt denn da? Ich weiß auch nicht. Ich hab's nicht gesehen. Vielleicht hat dein Freund oben auf dich geschossen. Nee, schießt der auf dich? Nee. Jetzt mal ernsthaft, wer schießt denn da? Ich würde mich ja sterben lassen, aber es ist gerade niemand da. Jetzt kommt ein Safe Point, ne? Ah, das wäre super. Hm. Nee, kommt nee, keiner. Nee, Basti, komm. Hier. Oh, in die Klöten. Na, komm noch mal. Wie schön er sich die auch hält. Okay, ich glaube, ich nehme es. Ich glaube, ich spiele weiter. Ja. Ach, eine Granate, guck mal. Liegt jetzt hier überall in der Plörre irgendwas? Du hast das auch übrigens noch Spritzen, ne? Ja, aber lass ich jetzt mal. Ja, ich würde auch erstmal ein bisschen warten. Das ist jetzt noch nicht der Safe-Point. Gab es irgendwie Rennen oder so? Also er ist jetzt gerade gerannt, oh, das war schießen. Ich glaube, du kannst im Wasser nicht rennen. Ach so. Du kannst hier nur warten. Ja gut, sein Bein ist ja auch an sich immer noch zersägt. Ich weiß, es ist lange her, aber es ist auch, eigentlich ist ein Tag her bei ihm. Oder einen halben Tag. Ja. Sein aber Bein es war doch in einer anderen Traumwelt, oder? Achso, ich muss da... Solltest du da durch? Ja, ich wusste jetzt nicht, ob die gleich wieder zugeht und... Ja. Das ist ja nett. Nee, ich finde ihn auch gerade sehr, sehr hilfreich. Wenn er weiter so gut schießt, dann gerne. So. Gut, Basti, dann zeig mal, was du kannst. Da liegt eine Munition vor dir. Die beiden stehen doch jetzt gleich wieder auf, oder? Nicht. Nee, kann ich auch nicht anzünden. Hier ist Munition, aber die ist, glaube ich, voll. Ja. Genau, also ich werde jetzt mal nachladen. Und dann
nehme ich die mit. So. Was sind jetzt hier eine Menge an Minisequenzen? Ja. Jetzt lasst mich doch mal sterben. Ah. Der Höhlentroll, natürlich. Tja. Warum muss ich eigentlich immer die großen... Weil du gut darin bist. Fuck. Oh, guck mal, der hat eine Keule gefunden. Das ist aber nicht gut. Das ist nämlich nicht einfach nur irgendeine fucking Keule, sondern das ist eine fucking Säule. ich glaub, Blitz hilft nicht so viel. Ja, weiß ich nicht. Ja. Wow. Viel hilft viel, denke ich normalerweise. Schön durchgeklippt. Finde ich auch. Ich finde, das habe ich ganz toll gemacht. Ach, muss er erst nachladen. Das ist natürlich ein Problem. Ach, komm. Hat das nicht so viel gebracht? Verarschen kann ich mich allein. Was ist mit der... Hätte man die Tür vielleicht wieder zumachen können irgendwie? Ja, ich glaube nicht. Wahrscheinlich muss ich einfach nur ganz oft drauf schießen. Ja. Deswegen habe ich auch so viel Schrotgewehr-Muni gefunden. Ich würde jetzt doch mal eine Spritze nehmen. Wie viel haben wir da? Sieht man das irgendwo? Ja, zwei. Zwei, na gut. Ja! Das war jetzt. Das war albern. Das möchte ich bitte nochmal machen. Ich glaube, das darfst du. Das darf ich. Laura hat ihre Freude. Das sah sehr schön aus. Das war wunderbar. Oh, ich mache mir jetzt eine kleine Spritze. So, Change. Ich hätte gerne so Explosivzeug. Kann man nicht. Können wir bauen. Zwei Stück, so. Wo ist er nochmal? Hier. Und... Laura, ganz ruhig. Ich mach das bestimmt gleich nochmal. Ja. Du, ich mach das auch nochmal jetzt gleich. Und dann wirst du sehen, ja, dass ich das auch nochmal verkacke. Ich krieg das auch zweimal hin. So, jetzt lässt er seinen Freund raus. Dann wird er zerhauen. Aber die Sequenz an sich, das Kapitel ist schon wieder ewig lang, oder? Ich will ihm bestimmt auch nur den Kopf massieren. Ja. Also ich meine, wie viele Kapitel gibt es überhaupt? Hattest du mal gesagt, oder? Das meintest du nicht irgendwie 12 oder so? Weiß ich nicht mehr genau. Ja, kann sein. Also ich erinnere mich an so dunkel, an so eine Zahl. Ja, verbrenn ihn. Nee. Kann ich nicht. Ah, jetzt. Ich würde nochmal B drücken. Mach ich doch. Wir haben 14, das ist okay. Das. Was passiert? Was? Oh, komm! Nein! Du willst mich doch jetzt verarschen! Der rennt! Du willst mich. Ja, aber das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Da kommt gleich noch einer. Ich dachte, das ist jetzt hier der super Endboss. Ja! Der Ort deiner Spritzen ist immer ein bisschen zu nah an den Gegner gewählt, glaube ich. Bla bla. Ich höre immer nur bla bla von dir. Mehr sage ich ja auch nicht. Ja, das ist richtig. So, Explosivball? Das hat recht gut funktioniert eben. Das war jetzt schlecht, das hat nämlich überhaupt nicht. so. Ach, komm. Da. So. Nein. Explosiv links dieses Menü. Okay. Das ist nicht so richtig geil, ne? Go. Das war gut. Nee, das war der richtige. Das war der absolut richtige, weil jetzt konnte ich nämlich vorbeilaufen. Habe ich mehr Platz, weil es hätte ja nichts gebracht, wenn ich ihn da jetzt gesprengt hätte. Mhm. Ne? Ja. Es war zwar garantiert nicht mit Absicht, aber. Nee. Aber es sah so aus, als ob. Der rennt gleich los, ich würde rennen! Ja, aber. Wohin? Also, ich könnte jetzt hier noch 3 Meter laufen, aber. Gab es denn jetzt eine Renntaste? Eine extra? Nee, ich glaube nicht. Okay. Vielleicht reindrücken? Nee, das Licht und das ist das Menü. Also. Ja. Doch, gab's L1. Ah, okay. Na komm, los in den Schritt. Das ist immer deine Antwort. Er fängt schon wieder an zu rennen. Nee, fängt er nicht. Oh Gott. Komm. Ich will kein Risiko eingehen. So. Er ist tot! Und jetzt kommt der Dritte! Hast du schon den Gehirnmatsch von dem anderen genommen? Warte mal, jetzt kommt erstmal der Dritte. Hm. Okay. Klingt natürlich sinnvoll.
Na, ganz ordentlich. Ja, Laura hat recht. Ich glaube, ich habe hier die Dings noch nicht eingesammelt. Ist das die richtige Richtung? Nee, warte, anders lang, anders lang. Andere Richtung. Jetzt nach links. Genau. Und gleich wieder nach rechts. Also hier. Wo lag denn der? Der ist schon weg. Oh, schade. Habe ich vielleicht doch eingesammelt? Wir haben ja jetzt auch 11.000 gerade gehabt. Also ich habe doch nicht... Ne? Also. Und so weiter. Versteht er? Ich muss die Sätze gar nicht beenden. Wir verstehen dich. Toll. Du musst eigentlich gar nichts sagen. Wir verstehen dich auch sprachlos. Ab jetzt bin ich still. Genau, wir alle. Das wird ein sehr interessantes Let's Play. Nee, ihr dürft schon noch reden. Ach so, wir müssen nicht. Ah, Matsch. Vergiss den Matsch nicht. Das sind immerhin 300 oder so. Das hast du sehr gut geraten. An der Größe der Flasche habe ich das erkannt. So. Ah, da. Ich wollte ihn gerade erschießen. Nee, gucken, das ist dein Freund. Genau, das machst du sehr gut. Freund. Freund ist gut. Ja. Er hat geholfen. Okay, da kommt bestimmt gleich ein Zombie durchgerannt. Da ist ein Bolzen. Stimmt. Sogar Explosivbolzen. Sehr gut. Die waren also das Mittel der Wahl in diesem Kampf hier. Die hätte ich da finden können und dann hätte ich gewusst. Das ist ja auch Spieldesign 101 so ein bisschen. Also ich lege das da irgendwo hin, was derjenige braucht für die Sequenz. Ja. So. Ehrerweise. Knopf drücken. Nee, geht nicht. So. Eine ruft. Nicht. Doch. Da ist auch was drin. Wie? Warte mal. R1. Ah, ich vergesse das immer. Ich guck mich so. Warte. Und Bolzen. Ja, sehr gut. Bolzen. Genau das, was ich verbraucht habe, hier alles in dem Kampf. Ja. Genau, hier wäre es nicht weitergegangen. Hier ist nochmal Scharfschützmunition. Sehr gut. 5 Stück. Das werde ich mal bei Gelegenheit. Geht das nachladen? Ja, geht. Die sind alle voll. Wie das wieder läuft. Ja. Wie beim Brötchenbacken. Ich backe das so selten. Was ist hier? Ach, guck mal. Wie heißt das? Friedhofsnotiz. Walt. Yay. Ich bin zu Donna zurückgegangen. Blablabla. Gesehen, wie du in die Wolfshöhle, Wolfsbau gegangen bist. Ich hol sie zurück. Ich werde sie kein Opfer sein lassen. Folgt mir nicht. Pass auf die Familie auf. Ich bringe sie back. Wait, zurück. Danke. There's something about a horse in that house back there. Let me see what I wrote. Mensch. Der Josef. Kaputt. Ja, toll. Statue kaputt. Ach so. Oh yeah, das ist super. Genau da würde ich jetzt auch reingehen. Klar. Lass mich raten, die nächsten 3 Folgen verbringen wir in unserem Keller wieder. Ja. Wieder mal. Was wir sind schon wieder draußen. Warum? Also ihr findet da jetzt im Nachhinein immer die Fotos, von den Locations. Das hat man ja schon mitbekommen. Ja. Aber warum? In welcher zeitlichen Situation ist das denn sozusagen? Also in welchem Zusammenhang steht das? Weil wir haben schon so viel gefunden. 4 Stück haben wir schon gefunden, ne? Boah, wow. Wie viel haben wir schon nicht gefunden? Zu viele. Viele. Ja. Jetzt könnte ich aber tatsächlich wieder was kaufen eigentlich. Dann kauf doch schnell was. Schlüssel habe ich ja nicht gefunden. Ja. Genau. Genau, da war hier der Ren-Button. Rennen. Ja. Ach, jetzt ist er wieder erschöpft. Lusche. Ist halt auch in seinen 40ern, ne? Der kann auch nicht mehr so gut. Ist richtig, ist richtig. Kennst du, ne? Kennst du. Ja, du noch lange nicht. Ja, nee. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Hast Gott sei Dank da bist noch. Du eher als ich. Das ist richtig. Ja. Bin in 14 Jahren in meinen 40ern. Klingt wenig. Das war eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also die Pistolen nutzen wir doch am häufigsten eigentlich. Können wir uns aber nicht leisten. Nee. Was ist denn bei der Schrotflinte der Schaden? Könnten wir uns leisten. Könnten wir uns leisten. Sollen wir es machen? Oder wir sparen auf die Pistole, um dann da die 200% zu holen. Danach. Hm. Die bestimmt irre teuer sind. Die kosten bestimmt 20.000. Ja. Weiß ich nicht. Dann nimm die Schrotflinte. Wir haben jetzt, du nutzt die jetzt doch relativ häufig. Ja. Wir haben 140% Schaden. Das ist okay. Ah. Das hat wehgetan. Feuerrate, Nachladezeit. Das ist ein ganz gutes Geschäft, oder? Eine Sekunde weniger ungefähr für 1500. Ja. Ich mach das jetzt. Ich finde das gut. So, das können wir uns alles nicht mehr leisten. Lass mich das. Haben wir die Schrotflinte schnell voll aufgetankt. Ich werde wieder Kopfjucken. Ja. Und gleich raus durch den Spiegel. Warum ist das nicht so hygienisch? Der hat bestimmt schon Läuse. Ich glaube, der hat noch ganz andere Sachen.
Wenn ich irgendwelche Darmparasiten. Außerdem, glaube ich, Leute sind sein kleinstes Problem gerade. Ja. Ja. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ich dachte, die wollten runter. Nee, nee, das haben sie ja dann dadurch aufgelöst, dass das nur so ein Foto war. So eine Erinnerung. Jetzt sind sie unten. Mussten sie nicht animieren, wie so runterklettern. Hätte ich mich sowieso gefragt, wie sie das machen. You don't need to worry about runterfallen. Die sind einfach gesprungen. Wahrscheinlich. Guck mal kurz, ob hier noch irgendwas ist. Nein. Reinkrabbeln. Geht nicht. Hast du eigentlich probiert? Lecker. Ich bin nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Anzünden. Oh, es ist alles eklig. Ui. Halt Fresse. Schnauze. Es ist aber mal Ruhe hier. Wirklich. Ist doch ekelhaft. Wer macht denn sowas? Ertrag die Qualen. Ja, wirklich mal. Jemand benutzt dich als Boxsack, da musst du damit zurechtkommen. Dann hast du es auch nicht anders verdient, glaube ich. Hier fängt der neue, also der mittlerweile gar nicht mehr so neue Tomb Raider-Teil an. Ach so, ja, stimmt. In dieser wunderschönen Höhle. Da hingen sie aber alle direkt von der Decke. Ach ja, machen sie jetzt auch. Ja. Ach guck mal, Schalterkitzel oder was? Ach schön, ja. Spieße. Ich mag Spieße. Die sind so schön spitz und spießig. Also ich mag Spieße auch, aber eigentlich nur, wenn da jede Menge Fleisch drauf ist. Wohl wahr, wohl wahr. Jo. Wir gucken erstmal da, ob da was ist. Da war gerade was, aber ich mache jetzt mal Kisten kaputt. Sehr gut. Das war nicht viel. Immerhin. Bolzen. Okay, also wir brauchen hier Bolzen. Oder so. Mal gucken. Noch weniger. Schön. Schön! So, auf der anderen Seite ist das hier. Das ist irgendwie ein abgebrochener Schalter. Der regt sich da noch. Die laufen hier lang. Die Statue! Statue? Ja, ja, ja. Hier. Du hättest auch drauf schlagen können, glaube ich. Ja. Jetzt hab ich's. Ein Schlüssel! Ha! Also gut gesehen! Ich hätte nicht so schnell geschaltet. Es lebt doch! Töte es! Jetzt ist es tot. Jetzt ist es, glaube ich, tot. Es ist keine Gefahr mehr. So. Okay, also du kannst hier die runterlassen, oder? Na, guck mal, da steht, ich würde mal zu Josef gehen. Vielleicht hat er was zu sagen, meinst du? Da stehen Nummern dran, oder? Genau. 3, 9, 5, 7. Doesn't mean anything to me. Should it? Yeah, hold on a second, I jotted something down earlier. Er jottete something down? Er hat es niedergeschrieben. Und zwar? Komm, Joseph, du bist doch so schlau. Dafür braucht er jetzt Schrift an der Wand, um das zu checken. Gut, mysteriös, mysteriös, dieses komplexe Schalterrätsel löse ich nicht mehr. Ach, das mache ich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.